Sodala, Hallöchen, herzlich willkommen. Da sind wir zur zweiten Folge von FIFA 16, die vierte Saison mit dem, ich wollte schon sagen, ersten FC Nürnberg, ja. Lang ist her. Mit dem ersten FC Kaiserslautern natürlich. Und heute spielen wir gegen SASK oder Salzk Breslau. Wir gehen jetzt mal kurz auf die Transferphase, liebe Freunde. Wir suchen mal einen Spieler. Und zwar Liga. Hätte ich mal jetzt wirklich gesagt, gucken wir uns mal ein bisschen in der zweiten Liga um. Genau, Position. Machen wir mal alle. Nur vom Alter, da gehen wir doch ein paar Tage zurück. So, machen wir 27. Und wir starten die Suche. Und jetzt bin ich gespannt, was da alles mit dabei ist. Akbala. Afane. Wir sind eigentlich abgestiegen. Fortuna Düsseldorf ist abgestiegen anscheinend, wie es aussieht. Ah, die Förder sind immer noch in der zweiten Liga, die Trottel. Ach, das gefällt mir. Als alter Klubberer gefällt mir das. Ja, stimmt, Alter. Leverkusen ist ja abgestiegen. Ne? Warte mal, da gehen wir nochmal zurück. Nochmal. Ganz kurz. Machen zweite Liga und gehen mal wirklich auf Leverkusen. Hier. Auf Bayer Leverkusen, alter Schwede. Julian Brandt, ne? Linkes Mittelfeld, kennst dich aus. Komm, den nehmen wir doch gleich mal. Den beobachten wir doch mal. Auf die Wunschliste setzt man auch. So, weiter geht's mit Patrick Füllkrug. Kevin Campbell wäre auch natürlich was fürs rechte Mittelfeld. Lassen wir auch mal beobachten. Christoph Kramer. Alter, ne? Alter Papadopoulos, dass die noch alle in der zweiten Liga spielen. Jonathan Tah. Den setzen wir auch mal auf die Wunschliste. Wir gucken mal, vielleicht kriegen wir die irgendwie. Hakan Çalhanoğlu, alle spielen in der zweiten Liga. Und Levin Öztunali. Harald Zulechner, Jonathan Wendell, Jung Wo. Freunde. Christoph Kramer wäre doch mal nicht schlecht, ne? Kommt jetzt mal auch auf die Wunschliste. Mal gucken, vielleicht klappt es ja auch. Ne? Wie gesagt, wir testen jetzt halt einfach mal. Warte mal. Zurück. Dann. Wer ist denn noch gut? Die 60er sind eigentlich nicht schlecht, ne? Die haben einmal recht junge Vitus Eiche, Florian Hübner, Lacazette. Ja, komm, den gucken wir uns auch mal ein bisschen an. Den gucken wir uns auch mal ein bisschen an. Richard Neugier, Sascha Rede, Marius Wolf. Maximilian Wittig, von dem halte ich auch viel. Werden wir uns auch mal ein bisschen näher uns angucken. So, dann, wen haben wir denn noch? Wen nehmen wir denn noch? Soll ich mal so fies sein? SC Freiburg, die haben auch immer gute. Die haben immer wirklich gute junge Talente. Christian Günther. Hufnagel. Komm, wir sind jetzt mal ganz. Wir sind jetzt mal sowas von böse. Bundesliga. Und da gucken wir mal, was der Club so alles hat. Ah, Nathan Aké. Ja, Alter, die kriegst du gar nicht schon mehr. Da wissen wir natürlich alles, was Sache ist. Dani Blum wäre vielleicht eine Alternative. Der hat 68. Marvin Ducksch hat 68. Branimir Gotthard, 7 Millionen, natürlich ein Knaller. Was Füllkrug? Komm. Kommt, Männer. Das.
Das probieren wir mal, oder? Niklas Füllkrug. Kontaktieren für Laie. Jo, was haben wir gesagt? Machen wir mal ein Jahr, hätte ich gesagt, ne? Probieren wir es mal. Probieren wir es mal, das wäre natürlich nice, ne? Sehr schön, wen haben wir noch? Einen Stürmer bräuchten wir noch. 3,7, aber da wäre vielleicht der Dani Blum nicht schlecht. Oder Marvin Ducksch, der ist eigentlich auch nicht besser, ne? Aber Dani Blum finde ich doch noch um einiges. Komm, dann machen wir mal eine Anfrage. Pascal Köpke, ne? Timmy Leipold, ne? Mike Ott, das wäre eine. Mike Ott, Alter. Anfrage zu Mike Ott. So, dann gucken wir mal, ja. Ich sag, das ist unsere Mannschaft. Auch ich bin ganz ehrlich. Ich traue dem Ganzen doch ein bisschen hinterher, muss ich ganz ehrlich sagen. Schade, schade. Wir haben es so gut. Wir haben ja Westergaard, hatten wir ja einen Vorvertrag damals abgeschlossen gehabt. Ich weiß nicht, ist der da auch noch mit dabei? Jetzt habe ich nicht geschaut, aber Westergaard sollte ja eigentlich zum Club kommen. Ne? Ihre Anfrage zu Dani Blum, 1,3 Millionen. Bist du deppert? Bist du deppert? Da machen wir doch mal ein bisschen. Komm, dann machen wir mal 9 Millionen. Ah, nicht 9 Millionen, Alter, bist du verrückt. 900.000, wir senden es ab. So, Mike Ott liegt bei 1,1 Millionen. Da probieren wir auch mal unser Glück und zwar mit 750.000. Dann schauen wir mal. Dann schauen wir mal, vielleicht schaffen wir es ja, ne? Dann können wir das löschen. Aktuell ist aus Spanien. Vielleicht ist da irgendwas dabei. Ui. Celta Vigo. Alter, der ist stark. Naja, aber die kannst du niemals holen. Das ist utopisch, Freunde. Das ist echt utopisch. So. Hätte ich gesagt, machen wir weiter heute. Vielleicht müssen wir noch mal uns kurz ins Büro schauen. Man weiß es nicht. Na, jetzt hängt er, oder? Nee, läuft. Angebot zur Ausleihe. Was? Wir haben ihre Anfrage. Die möchten ihn nicht ausleihen. Okay, das ist natürlich schade. Wir haben eine Nachricht. Kann ich Sie was fragen? Lukas Görtler. Hallo, Herr Chef. Ich hoffe, Sie sortieren mal ein bisschen und geben mir ein wenig Spielzeit. Lukas Görtler. Gut, dann lasse ich den mal spielen. Ganz einfach. Dann lasse ich den mal spielen. Oh, wir haben ja das Trikot. Ja, dann nehmen wir das. Oder was haben die noch? Die haben noch weiß. Nee, die lassen wir so spielen. Wir haben nur das schwarze. Haben wir kein weißes Trikot. Das schwarze sieht auch cool aus, ne? Mit dem Teufel. Gut, wir spielen aber so. Und dann gehen wir nochmal ins Teammanagement und lassen mal einen Görtler spielen. Dafür den raus. Wo ist der Görtler? Wo ist er denn? Hier, bitteschön. Dafür den mal rein für zentrales Mittelfeld, für den da. So. Dann hoffen wir natürlich, dass das klappt. Zweites Spiel gegen SLASK Braslau. Und zwar wo? Jetzt habe ich nicht aufgepasst. Oh, das war... Ui. Nein, fängt schon wieder gut an, Alter. Fuck. Fängt schon wieder gut an, Franconia. Nein, da wird er auch noch gefoult. Nein, da ist er durch. Obacht. Fuck, 2-0. Beziehungsweise minus 600. Alter Verwalter. Und das ist das dritte Tor. Nein, Glück gehabt. Uiuiui, kein Abseits. Und,
Boah, die lassen sich da so einfach ausschwanzen, das ist ja der Wahnsinn. Nein, ich bin so schlecht, Alter. So ist jetzt hier, denke ich mal, auch die letzte Chance. Zeit ist nämlich rum. So ist es. Minus 600. Wir haben schon mal das Beste, war 800. Ach Gott. Ach Gott. So, Etzeler, European International Cup. Wieder im Old Trafford. Śląsk Braslau aus Polen. Gegen den ersten FC Kaiserslautern. Wir drücken gleich weiter. Und spielen. Das zweite Vorrundenspiel. Lautern, wie gesagt, von in den roten Trikots von rechts nach links in den ersten 45 Minuten. Itzic, Obacht. Sehr schön. Ah, da wird er gut dazwischen. Da wird er gut dazwischen hier. Dankowski. Vorsicht. Oh, und es schifft hier richtig runter. Schön. Oh, da, ach, da hätte ich nicht gedacht, dass ich nochmal rankomme. Da ja auch Schuss, denn ich wollte eigentlich den Ball abnehmen. Ist ja die gleiche Taste. Schön. Jensen, Jensen. Alter, was war denn das für ein Abpraller? Jetzt ist es nah. Geht es hier schon wieder runter, munter drauf zu. So faul. Da gibt es jetzt auch schon die erste gelbe Karte im Spiel. 8 Minuten, erster wohl gespielt. So, Breslau mit Kokoschka. So, Etzele auf Karl. Schön. Daniel Halfer. Vorsicht, schöne Flanke, aber der Deutsche ist dazwischen. Kokoschka. Ne? Schön. Nein, wieder gut dazwischen. Wieder gut abgeprallt. Dankowski. Kariba. Sehr schön. Unten läuft er. Jo, Görtler. Görtler. Boah. Na, da war gut, dass der Gegenspieler hier Sir Alex Ferguson stand. Oder stand. Na, wenn da noch Abwehrspieler dazwischen gekommen wäre, dann hätte es vielleicht sogar Eigentor geben. So, Wrabbel. Schwabbel. Ja, das war sehr, sehr unkonzentriert. Obacht, Itzic. Sehr schön dazwischen. Was denn? Abseits, Junge. Ja, die pfeifen auch recht schwer. Die Schiri. Die Schiris, um genau zu sein. So, Obacht. Jetzt ist er mal ein wenig bahnfrei hier. Nein. Und dann passt er genau zum Gegenspieler. Junge, bist du deppert. So, Obacht jetzt. Löwe, Christian Löwe. Nein. Schön. Und, uiuiui, die erste Riesenchance für den ersten FC Kaiserslautern. Wer war es mit der neuen? Görtler, der möchte ein gutes Spiel, ne? Schöner Schuss, schöner Schlenzer, aber dann auch knapp vorbei hier. Uiuiui, da hat nicht viel gefehlt, Freunde. Da hat wirklich nicht viel gefehlt. So steht es weiterhin 0:0 zwischen Śląsk Breslau und den Roten Teufeln von Betzenberg. Dankowski. Vorsicht. Zielinski. Vorsicht, Obacht. Kein Abseits. Wow, Weltklasse-Parade und da ist es. 1:0 für Śląsk Breslau gegen Lautern. 26. Spielminute und es führt 1:0. Die Polen. Hier nochmal erst Weltklasse pariert von Müller. Aber gegen den Nachschuss, gegen den wuchtigen Nachschuss kann er nichts machen. Und so steht es 1:0 nach 26 Spielminuten.
Eieiei, geht das schon wieder los? Jetzt laufen wir noch. Komm schon, wir haben im Club eine geile Saison gespielt einmal auf Weltklasse, auf Profi. Sowas möchten wir natürlich wieder wiederholen mit dem 1. FC Kaiserslautern. Ach, und dann diese Fehlpass, ne, aus dem Nix. Schön, kein Abseits, kein Abseits, da wird er gefoult und das muss rote Karte geben. Der war eigentlich letzter Mann. Das muss Platzverweis geben, was sagt der Schiri? Der sagt Platzverweis in der 30. in der 31. Spielminute für Adam Kokoschka. 30. Spielminute mit der Nummer 20, ganz klar, ja, es war Notbremse. Klares Foul, klare Notbremse hier nochmal. Okay, einer war noch mit dabei, der mit der Nummer 17, der Pavelek. Ja, der wäre auch noch dran gekommen. Ja, okay. Hätten wir vielleicht bei einer dunklen gelben Karte belassen können. Aber was soll's? Nürnberg, Lautern mit einem Mann wäre jetzt. Alter Verwalter, 60 Minuten jetzt in Überzahl. Da müssen wir doch draus was machen. Metzler Freistoß. Pritschi Bilko mit dem Freistoß. Der möchte den Freistoß und der war nicht mal so schlecht. Der war nicht mal so schlecht. Da gibt es jetzt schon die erste Eckball. Hier nochmal der Schuss. Der schöne Schuss, aber zu zentral aufs Tor. Und dann kein Problem für den Deute. So, Etzler. Eckball Nummer 1. Dani Halfer. Oder Dani Halfer, ein wuchtiger Kopfball. Junge, Junge, Junge. Schön. Nein. Ja, jetzt müssen wir natürlich was draus machen, ne? Aus dieser numerischen Überzahl. Da müssen wir eigentlich mehr draus machen. Jetzt hat er der Konter. Dankowski. Sehr schön, Etzeler. Und ne. Lefter, jawohl, Görtler. Der junge Mann, der wollte ja eingewechselt werden. Der wollte ja spielen. Jetzt darf er spielen. Jetzt schießt er fast den Ausgleich. Junge, Junge, Junge. Da wird er nochmal abgeblockt, aber der Ball geht nichts ins Aus. Oh. Da werden wir doch knapp noch drankommen. Obacht. Ja, Lautern macht jetzt Druck. Jetzt ist es noch, aber die können sich gut befreien. Ach, und da ist faul. Schade, aber wir machen Druck. Ja, wir werden langsam besser. Wir reißen das Spiel quasi an uns. Sehr schön. Jo, oben jetzt. Sehr schön. Jo, komm. Jo, das passt. Cibico. Cibico kann sich nicht... Ach, schade. Jetzt hat der Kielb oder Kielb, keine Ahnung. Und mit der osteuropäischen Spielernamen-Aussprache bin ich da noch nicht so vertraut. Löwe hat die Kugel. Passt weiter. Sehr schön, Zimmer. Der hat jetzt ein bisschen Platz. Der könnte jetzt auch flanken. Der flankt auch gut. Da ist auch die Flanke. Und da gibt es nochmal Freistoß. Da hat er gefoult. Das hat keiner gesehen. Aber der Linienrichter hat es gesehen. Und somit nochmal gute Gelegenheit für den 1. FC Kaiserslautern. Löwe, bringt die Kugel rein. Aber wohin denn? Etzeler. Eieieiei, da haben sie Glück gehabt. Breslau. Jetzt nochmal Einwurf. 4 Minuten, sagt der Schiri. Eieiei, da wird er... Ach, und da ist es aus. Erste Halbzeit, 1:0 für Breslau. Gegen den 1. FC Kaiserslautern. Und hier sehen wir die weiteren Partien. Huddersfield 1:0 gegen Krakau. Sheffield führt gegen Wigan Athletic. Und Pauli gegen Perugia 1:1. So, wir setzen das Spiel fort. Wechseln mal noch nicht aus. Da könnten wir ja auch nochmal mal so die anderen Spieler testen, die wir da noch haben. Aber erst machen wir mal mit dieser Mannschaft weiter mit Halfer. Da kommt jetzt die erste Chance. Halfer kommt fast hin. Kann sich fast durchsetzen. Aber auch nur fast. So wird der Ball nochmal da rausgedroschen. Schöner Kopfball, aber dann hat wieder Breslau den Ball. Die können jetzt auf Konter machen. Die machen jetzt auch auf Konter. Schön dazwischen gegangen, aber der Ball hat immer noch Breslau. Jetzt muss es einmal schnell gehen. Jo, nein. Wieder Breslau am Ball mit ein bisschen Dusel.
Passt jetzt schön ins Mittelfeld. Passen nach unten auf die linke Außenflügel. Tut Dankowski. Dankowski setzt sich am besten vorbei. Zieht nach innen. Passt nach innen. Dann dieser Schuss. Und dann geht er drüber. Dann geht er drüber, hat er gesagt. Weiterhin. Nürnberg sag ich schon. Laudern. Immer noch 1-0 im Rückstand. Das mit einem Mann mehr. Das mit einem Mann mehr, hat er gesagt. Schön durchgesetzt. Görtler, der gefällt mir sehr gut. Görtler mit dem nächsten Schuss. Pfosten, hat er gemahnt. Jetzt hat er nochmal Schuss. Weltklasse-Parade. Alter, was hält denn der? Junge. Ach, jetzt schwimmen sie hinten drin. Nein, jetzt gehen sie alle daneben. Das gibt's doch nicht. Diese Saison, die macht mich jetzt schon wieder kaputt. Die macht mich jetzt schon wieder fertig. Jetzt hat er Obacht, die Konterchance. Über Machau, da läuft aber keiner mit. Von daher kein Problem für den Deuter. Und jetzt hat er Abstoß. Nochmal für Müller. Sehr schön. Jo. Oh, herrlich mitgenommen. Junge. Das ist Abseits, hat er gemeint. Das ist Abseits. Das hätte sowieso nicht gezählt. Ich glaube, wir werden auch mal auswechseln, ne? Junge, wen haben wir denn da alles noch? Für den Cibeko könnten wir mal den reintun. Linkes Mittelfeld, zentrales Mittelfeld, den Klich. Jetzt tun wir mal den raus, den Karl. Und wen haben wir denn noch, ey? Wir haben viele Verteidiger, den Gauss. Komm, dann tun wir mal. Was kann der spielen? Das ist jetzt die Frage. Position, Gauss, linkes Mittelfeld. Der kann nur linkes Mittelfeld. Ja, das ist natürlich doof. Komm, wir werden trotzdem mal. Gauss, den werden wir trotzdem mal reinbringen. Auf die rechte Außenbahn. Obwohl, dann könnte man vielleicht noch mal gucken, dass warte mal, ich gehe noch mal ganz kurz rein, Freunde. Dass wir vielleicht den Halfer. Wir gucken mal, was der alles drauf hat. Position, der kann zum Beispiel rechtes Mittelfeld. Das trifft sich gut, dann tauschen wir die zwei aus. Dann passt es nämlich wunderbar. So. Freunde der Sonne. Etzeler heißt Angriff, hat er gemahnt. Schön. Ah, doch nicht so schön. Das war vielleicht faul, ne? Schiri, du Lump. Ja, Breslau spielt es jetzt sehr gut hintenrum. Die haben ja Zeit, die Männer. Aus der polnischen Stadt. Oben. Sehr schön, Löwe! Dann hält er wieder, dieser Teufelskerl. Und der war eigentlich auch schon im Aus, Schiri. Wo ist die Torlinientechnik, wenn man sie braucht? Vorsicht, Obacht, jetzt hat er, komm. Sehr schön. Kommt, lauf doch einer. Jetzt hat er oben, läuft er ganz frei. Görtler, das muss es sein. Görtler, Pfosten, nochmal Nachschuss, Tor, Ausgleich. 1-1. 69. Spielminute hier nochmal, da war er ganz frei, der Görtler. Der gefällt mir sehr gut. Und dann mit ein bisschen Pech nur an den Pfosten. Und dann der Nachschuss durch die Nummer 11. Wer war denn das, Junge? Der Jensen macht den Ausgleich. Yes! 1-1 zwischen Slask Braslau und dem ersten FC Kaiserslautern. Und das Spiel ist wieder offen. Sehr schön, kommt dazwischen. Drauf auf Gmurde. Zimmer jetzt. Die gegen Dankowski. Vorsicht, ja. So, und da gibt's Abstoß.
So, Freunde. Sehr schöner Pass auf Gauss, entschuldige. Jo. Ziegler. Na. Beherzt gehen sie dazwischen, die Breslau. Jetzt soll er der Konter. Aber keine Probleme für die Kaiserslauterner Abwehr. Jetzt wieder Christian Löwe. Wieder Gauss. Der sieht unten. Halfa. Daniel Halfa. Halfa? Der hat den Platz. Das sieht ein Tor. 2:1. Laudern führt die Partie. Dreht die Partie. Der Mann mit der Nummer 10. Wer war's denn, Junge? Wer war's denn? Wer war's denn? Der Mann mit der Nummer 10. War das sogar mit der Hacke? Die wird narrisch. Da müssen wir nochmal die Zeitlupe uns genauer anschauen. Hier nochmal schön nach außen auf Daniel Halfa. Der hat dann Platz. Der hat dann ewig Platz. Dann passt er nach innen. Oh, was war denn das für ein Schuss? Nee, das war nicht mit der Hacke. Das war einfach so. Das war einfach so, hat er mitgenommen. Und keine Chance. Laudern führt mit 2:1. Ach, der Gauriccio, wie du wieder hast. Cauteruccio. Mit dem 2:1. Das ist doch mal wichtig. Das ist doch mal wichtig, hat er gemeint. Sehr schön, Etzeler vielleicht den Konter setzen, den finalen Konter setzen, das wäre es natürlich. Etzeler ist aber Breslau wieder am Ball. Obacht, dann ist der Schuss. 8 Minuten vor Spielende durch Makai. So, Freunde der Sonne. Schön. Jo, Zimmer, der hat jetzt ein bisschen Platz. Der geht auch ein bisschen. Dann sieht er die Lücke, dann sieht er die Lücke auf Jensen, aber da ist nichts. So, jetzt gehen wir hier auch ein bisschen auf Konter, was die taktische Ausrichtung angeht. 6 Minuten oder 4 Minuten nach 4 Minuten noch zu spielen hier. Es bleibt spannend. Laudern führt mit 2:1 gegen Breslau. Und dann gibt es nochmal Freistoß. Jetzt musst du aufpassen. Da gibt es nochmal Freistoß. Da gibt es auch nochmal die nächste Auswechslung für den erste FC Kaiserslautern, würde ich sagen. Für LASK Breslau. Breslau, jetzt nochmal die Flanke, Obacht! Der Torhüter kommt raus. Und nochmal Einwurf für Breslau, ich sage immer Breslau. Junge, 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 so fängt es an, wenn ich schon die Namen nicht sagen kann. Ne. Obacht! Vorsicht, der kommt gut, aber keine Probleme, es gibt Abstoß. Es gibt Abstoß, hat er gemahnt. Und da hat sich noch einer verletzt von denen. Sehr schön, Christian Löwe. Der sieht unten, jawohl. Der sieht oben nochmal den Görtler. Jetzt macht er aber, oder? Nein, wieder nicht. Ja, der gefällt mir sehr gut. Ich glaube, den lasse ich im letzten Spiel mal von Anfang an bringen. Und nochmal Nachschuss, Wichster. So, Nachspielzeit dürfte jetzt auch schon gleich rum sein. Jetzt nochmal die Flanke, die ist gut, aber dann haben wir Deute. Und da ist es aus! Laudern gewinnt mit 2:1. Mit einem Mann mehr schlagen wir es LASK Breslau. Ich würde sagen, auch verdient mit 2:1. Und da sind wir jetzt, glaube ich, auch schon im Halbfinale. Ne? Nach 2 Spielen mit 6 Bogen, da darf eigentlich nicht mehr viel passieren. Eieiei, durchatmen. 2. Spiel mit Laudern. 2. Sieg. So kann es doch weitergehen, liebe Freunde. Und damit sage ich danke fürs Zuschauen. Sehen uns dann wieder morgen zum letzten Vorrundenspiel gegen Sheffield United. Da geht es dann, denke ich mal, um den Gruppensieg. Und ja, ich sage bye bye. Danke fürs Zuschauen und bis morgen. Servus.